Komm, jetzt machen wir hier so für die Kiddies. Mami, guck mal, hier sind fliegende Untertassen. Das ist aber schön für dich, mein Sohn. Ja, leider darfst du es nicht fahren. Wieso? Es wird so gruselig. Genau. Science Fiction hier. Science Fiction. Nein, den meinte ich nicht. Ich wollte raus machen. Ich wollte durch Science Fiction. Genau. Unnötig. Unnötig. Sehr unnötig, mein Lieber. Unnötig bis zum Ende. Ja, die zwei Folgen hat gerade gesehen, dann warst du es weg und die so. Oh, schade. Ich wollte da eigentlich längs. Ja, schwefel nicht. Chaos, Chaos ist auch cool. Wer kennt alles Chaos und wer kennt Chaos nicht? Nicht, nicht. Chila, kennst du Chaos? Nö. Loser. Ich weiß. Echt? Nö. Oh Mann, ich will doch nicht das. Ich will jetzt. Jetzt will ich mal Abenteuer. Wupp, wupp. So, und dann nehme ich jetzt mal schwupp, so, und dann klack, klack, klack. Den, 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 den. Die können das mal zeigen. Oder ne, komm, das mache ich von anders. Hey, Papi. Ey, die Kinder schaffen es einfach nicht, da reinzugehen. Dumm. Die dummen Kinder. Obwohl es offen ist. Ja, da will ich doch rein. Hey, Mami, ich will da rein. Darf ich da rein? Ich möchte da reingehen. Cool. Das ist mal cool. Also in Wirklichkeit würde ich das liken. Würde ich einen Daumen hoch geben. So, ich baue jetzt nochmal eine Achterbahn. Und zwar so eine richtig heavy. Und zwar eine wilde Maus. Nein. Ich baue jetzt mal vertikaler Fall. Umgekehrter vertikaler Shuttle. Umgekehrte wilde Maus. Umgekehrte Haarnadelbahn. Twister Achterbahn. Turbomaschinen. Tilt Achterbahn. Oh, die ist geil. Tilt ist immer cool. Hört sich schon so cool an. Tilt. Ich grüße an dieser Stelle Kippbereich. Ach, wie geil, das gibt's bei der Bahn. Schade. So. Ich sag ja nur, dass die hart ist. Boah, Alter. Hä, hey, was ist denn hier, Alter? Na, das, was du da fabrizierst. Fabrizierst? Ja, das war das lustig. Fabrizieren, ey. Du nein, fabrizieren. Das ist eine heftige Bahn. Nee, die ist voll harmlos. Toll. Was? Ich rede keine Scheiße? Doch, das machst du schon die ganze Zeit. So, mal sehen, ob wir da oben ankommen. Wenn ja, dann sterben wir. Und wenn nein, dann sterben wir auch. Also, wer will mitfahren? Ich. So, da oben sahen wir eben. Ja, es geht. Guck mal, sieht das nicht schön aus hier? Guck mal. Und gleich kommt das Beste. Bumm. Aber leider ist es da jetzt so gefangen. Schwupp und die schwupp. Und schwupp. Ich baue nochmal weiter. Ich denke, das ist war doch ein wenig zu hart. Wenig? Nein. Ich muss doch noch weiter runterbauen. Ja, toll. Was? Triumph.
so eine richtig knapp darum. Und dann geht's nach unten. Gibt's hier irgendwie sowas nach unten? Thrill Lift? Verstehe ich nicht. Oh, wie lol. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Ah, wie geil. Wie lol, was ist das? Bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich auch. Oh, ich hab mein Fingerskateboard kaputt gemacht. Naja, kommen wir zusammen. So, ich werde jetzt was trinken. Ups. So, Glück, Glück. Was ist das? Ich hab Angst. Hey, wie geil. Oh oh. Oh, das habe ich gerade vermutet. Aber es ist cool. Es ist lol. Es ist auf jeden Fall sehr lol. Ja. Es ist hart. Jo, warte, wir machen das mal nicht ganz so hart, ne? Ich mach mal so weiter. Ja, es ist doch viel besser. Und dann? Jetzt geht's runter, so hart. So richtig hart. Ich mein, so ein bisschen rausbauen, weißt du das? Nee, ich bin nicht raus. Das ist eine Achterbahn, Sheila. Du bist noch nie in einer Achterbahn mitgefahren, oder was? Doch. Echt? Ich noch nicht. Klar. Cool, dass es die Teile gibt, ich liebe sie. Die sind richtig heftig. So, und dann wieder gerade. Alter. Moment, so, dann wieder gerade. Wollen wir mal nicht übertreiben. Tun wir auch sag nicht die... Ja, ja, genau, sagt der Richtige. So, jetzt bin ich gespannt. Mami, was ist das mit da mit dem Tilt? Was hat es damit auf sich? Dann werden wir über Kopf und dann kippen wir ganz schnell runter. Okay, dann fahre ich damit. Darfst du da denn schon mitfahren? Du kannst denn 90 cm große Vierjährige mitfahren? Hm? Herr Ober, warum haben Sie sich jetzt in ein Restaurant gepiept? Oh, wie cool! Es wird Nacht, das ist scheiße, aber es ist mir so kacke egal. Boah, der sah ja geil aus. So, und jetzt geht's los. Oh, oh. Oh, oh. Achtung, 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 Achtung. Freier Fall, 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 Achtung. Also, er hat auf jeden Fall noch genug Speed. Oh oh. Der rutscht genauso schnell, wie ich mit meiner Kamera scrollen kann. Oh, schade, jetzt sind sie schon früher. Jetzt sind sie schon früher explodiert. Manu. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Achterbahn sieht eigentlich ziemlich harmlos aus. Also nicht richtig mega harmlos, sondern nicht so schrecklich. Aber ich glaube, da werden die Leute ihre Meinung ändern, wenn sie fahren. Nee, würde ich nicht sagen. Cool, ist die nach unten? Nein, aber klar, die ist nach oben. Bin ich schamlos oder was? Ja, du bist sehr harmlos. Ach so, ich dachte schon, ich wäre grausam oder so. Ein Moment, Telefon. Also die Achterbahn ist echt ziemlich cool. Muss ich schon sagen. Vor allem, oh, die sieht immer so harmlos aus. Und wenn man das mal das dann da richtig fährt. Ein Moment, warte kurz, Mama.
So, ein wichtiges Gespräch naht. Und ich würde sagen, unser Let's Play oder diese Aufnahme neigt sich jetzt gerade mal dem Ende zu. Ich sage Tschüss und vorher speichere ich den Park, damit ich nicht genauso dumm bin wie letztes Mal. So. Und Tschüssi. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. Ja. Ich habe lange keine Aufnahmen mehr gemacht. Sehr lange, weil ich dachte so, nee, Rollercoaster, nee, ich glaube, ich lasse das mal lieber. Irgendwie langweilig so ein Let's Play. Aber jetzt hat Minecraft gebacken. Und dann dachte ich, machst du mal weiter mit Rollercoaster, ne? Joa, ist immer ganz gut. Ich finde das immer so scheiße, es ladet am Anfang so, hier voraktivieren und ist einfach nur scheiße. Naja. Meine Güte. Heute ist mein PC aber auch langsam, okay. Heute war er schon den ganzen Tag an und hat schon Videos hochgeladen. Folge 8 von Rollercoaster. Das wird dann wahrscheinlich Folge 10 oder 11, weiß ich nicht. Eventuell noch Folge 9. Weiß ich nicht. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Kurz nach der Achterbahn, meine ich. Weiß ich aber nicht mehr so genau. Okay. Lap, lap, muss erst wieder reinkommen. So ist die Störung, genau. Ja, so war es richtig. So, genau, wir hatten gerade die Tilt-Achterbahn gebaut. So. Genau, das Ding hatten wir gerade gebaut. Und das müssen wir aber noch weiter bauen. Haben wir Leute dran? Ja. Egal, warte, da muss ich leider mal kurz Tag machen. So, weil da kann man einfach besser bauen. Mit einer Achterbahnbau aufhören ist ja auch gar nicht so übel. Ach, schade. So, dann machen wir mal ganz knapp. So. Hä, warum geht es? Ja, genau. Warum geht es denn nicht rum? Hä? Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Muss ich hoffentlich auch nicht verstehen. Hoffentlich, sonst wäre ich jetzt nämlich irgendwie ein hilfloser Fall. Der hier gar nichts versteht. Und das wäre sehr blöd. Und würde sich nicht gut anbieten in meiner Position. Als unbekannt. Ja, ich bin auch sehr unbekannt. Noch bin ich unbekannt. Doch bald werdet ihr meine Baukünste bei verschiedenen Spielen sehen und ihr werdet irgendwas machen und mir positive Sachen geben und schießt mich tot. Nein, schießt mich bitte nicht tot. Bitte. So, wir gucken uns noch einfach mal an. Damit. Das war das, was war das, was war das? Dann werde ich ja nicht sehen. Komm mit einer Auszeichnung. Geil. Oh. Mami, was ist das? Ach, das ist nicht schlimm, mein Sohn. Das ist echt nicht schlimm, siehst du? Jetzt fahren wir da. Und jetzt sind wir gleich über Kopf. Genau, jetzt sind wir so, ne? Und schwupp, wir nicht runterfallen. Da, siehst du? Genug geschrien.
Hype hier. Das hat keine gute Bewertung. Das ist bestimmt richtig scheiße. So richtig kacke. Mega extrem. Extrem und richtig scheiße, Digga. Meine Güte, so, jetzt haben wir das Ganze auch geklärt. Also von daher. Super. Klasse. Das fand ich jetzt aber lustig. Das fand ich äußerst lustig. Nein. So soll das hier sein, genau. Jetzt verstanden. Sehr richtig. Wupp, mal wieder kleiner machen fürs nächste Mal. So, 786 Besucher. Ach ja, was haben wir überhaupt bekommen? Mehr Getränkestände. Mache ich doch gerne. Mit Vergnügen.